Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Final Fantasy 14. Weiß nicht, wieso er immer mein Bild schwarz macht, wenn ich hier gerade durch meine mehreren Screens durchswipe. Zu tun. Ich habe dann gestern noch ein bisschen für den Schwarzmarkt gemacht. Thank you.
Bist du hier ganz alleine? Ja, moin, wie geht's? Wie geht's? Hallo? Moin. Ja, hallo. Bebo. Jo. Kommst du den Call runter? Ja. Warte, ja, bist du am Stream? Jo. Du bist am Stream? Ja, okay, dann weiß ich nicht, ob das so ein guter Call ist, weil wir sind gerade ein bisschen verrückt unterwegs, weißt du? Okay. Also wir sind gerade in GTRP mit Mob-Menü. So, mehr muss ich glaube nicht sagen, oder? Ah, okay. Verstehe schon. und wir reden ungefähr ein bisschen so. Hallo? Also wir sind da gerade komplett am Reinschauen, so weißt du. Also ja. Dann lass es doch lieber. Ich glaube nicht, dass die Leute dann dein Team noch belästigt werden. Kein Stress. Kannst aber trotzdem gerne dazukommen, wenn du möchtest, dann irgendwann. Ja, wieder. Ja, sowieso normal, was kommt noch der Dings noch vorbei später. Habe ich jetzt ernsthaft den Namen vergessen? Meinst du? Jason. Ja? Er kommt noch später sicherlich vorbei. Was meinst du? Wie bitte? Warte, ich bin doch Jason. Ach, du bist mit einem anderen Account drin. Ja? Gut, du hast dich anders angehört. Wie? Hast du ein anderes Mikrofon, weil du hörst... Nein, hab ich nicht. Nee, das ist nur ein anderer Account, weißt du, weil ich will nicht diese ganzen... Die meisten sind so, du musst den Discord-Server joinen und so, ich hab keinen Bock, da mit meinem richtigen Account reinzugehen, weißt du? Okay. Deswegen einfach der Account. Ich liebe diesen Account so, weißt du? Wie viele Accounts hast du für Discord dann? 3. Der ist komplett rein zum Trollen, der Account. Dann habe ich meinen richtigen und dann habe ich noch einen, mit dem ich immer Tests mache. Ja. Okay. Na gut, ich gehe dann wieder runter, ne? Jo, wie später. Ja, hoch. Später. Jo. Bebo, ja? Ich weiß nicht, wirst du heute den Stream mitgucken? Mal schauen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. 3.30 Uhr ist, ja? Ja. Das ist ein bisschen mitten in der Nacht. Ja, ist richtig mitten in der Nacht. Ja. Ich guck mal. Ehrlich, auch nicht so schlimm. Kannst auch morgen gucken. Ja, im schlimmsten Fall gucke ich morgen, weil ich hab noch die Trophäen fertig zu machen. Ich möchte den ganzen Scheiß fertig haben, bevor Wuthering Wave rauskommt. Welche Trophäen? Welches Spiel? Das sind keine Trophäen von dem Spiel. Das sind richtige Trophäen. Ah, ach so, stimmt, richtig. Das hast du erzählt. Dafür war der 3D-Drucker an. Ah ja, okay. Gut, dann schau, ne? Bis später, falls du noch da bist. Jo. Wir werden wahrscheinlich eh nicht lange mehr spielen. Kein Stress. Thank you.
aus. Runtergehen, die man aber auch nicht sauber abgeschlossen hat. So, zuerst gucken wir mal, was wir da Loot rausgezogen haben. Wir haben einen neuen Zauberstab, den wir nicht gebrauchen können. Das freut uns. Wir haben einen geplündeten Hut, der mir auch nichts bringt. Neue Handschuhe, die auch nichts bringen. Da habe ich nichts bekommen. Wieder nichts. Nichts. Auch mit X, das war also nichts. Wir gehen direkt in die nächste Spielersuche. Dann haben wir noch. Wir müssen hier in die Stadt. Ja,
Jahre mehr als genug. Thank you.
あなたが私は待ってこちらへどうぞ悪いようにはしないからいろいろ聞きたいことはあると思うけどまずは私たち赤渡そのこのはこ あなたはこれまでにこんな経験をしたノイズのそれこそ超えるそしてさすがに様々ただそうさてその他
Mann, dann ist das schon wieder unter mir. Thank you.
Thank you.
Come on.
Hallo? Moin. Okay, du bist noch ein kleiner Fantasy drin. Ein bisschen Stream von Wollen wir. Ich weiß nicht, wie lange du noch da bleibst. Oh, okay. Kann ja entscheiden, ob es geht oder nicht. Das ist ja auch einfach nur, dass die Sachen sagen, die wir eh schon wissen. Das heißt ja noch ein paar Schüsse. Glaubst du überhaupt, dass wir überhaupt was Wichtiges sprechen? Soll ich da was zu machen? Ich sehe schon. Ja, Reveal Life. Weißt du, einfach so, einfach. Wir müssen es verschieben. Ja. Ich hab auf jeden Fall gehört, dass das Game von Playstar runtergenommen wurde, ne? Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber ich habe das gelesen, dass viele das Game gar nicht mehr auf Playstar finden. Aber da meinten manche, das ist normal, weil die irgendwie eine neue Version hochladen oder so. Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Und die verschieben das wirklich. Schau mal. Im Playstar steht aber immer noch 23 dann. Ich hab schon so Bock auf das Game. Ich würde mir erstmal nicht hier empfohlen. Ich kann dieses AFK Journey nicht mehr sehen. Gefühlt jeder streamt das. Ich habe da reingeguckt, ich finde das irgendwie nicht so geil. Ich glaube einfach nur wirklich, dass die Streamer gerade ordentlich gepaid werden, wenn die dafür streamen. Also wenn die das Game streamen. Raid Shadow über Dings. Sind lauter Collabs, die du über Stream Element angeboten bekommst. Mhm. Die zahlen bis zu 1000, zwischen 1000 und 1500 Euro, wenn du das machst. Aber ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, was zu streamen, was mir keinen Spaß macht. No.
Bebo? Jo? Der Starter Banner wird nur 50 Pools brauchen. Und in dem Starter Banner kannst du halt direkt auch deine 30 Pools verwenden, die du bekommst, ne? Ja, weiß ich. Aber das heißt, du brauchst nur noch 20 Pools. Was du mir erzählt hast, das kriege ich nirgendwo rausgelesen, dass du in dem einen Banner deinen Charakter auswählen kannst. Doch, das ist ein selectbarer Banner. Weil die Banner, die ich überall sehe, ist halt der reduzierte Banner, der Standard-Banner, der Event-Banner mit den zwei Charakter und die Waffen-Banner. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. Das wurde nicht nur von einem gesagt, sondern ich habe das schon auch sehr oft gesehen. Das Einzige, was ich richtig geil finde, ist halt mit den Waffenbanner, dass der 100% ist. Ja, da gibt es aber gleich wieder einen Nachteil. Und zwar wird es Waffenpools geben. Ja, das weiß ich. Also du kannst die Charakterpools nicht in die Waffenpools reinpacken. Ne. Das ist ungefähr dann wie Tower Fantasy mit den Matrizen. Genau. Aber nur, dass du halt. Das habe ich gesehen, aber finde ich aber geil, dass du aber dann wenigstens nicht auf 50er Pity gehen musst. Beim Waffenbanner? Doch. Da musst du bis 80. Ja, aber es ist 100%iger Druck, dass es die Event. Genau, ist. Ja. Genau, das ist wirklich nice. Auch wenn ich sagen muss, dass bis jetzt mir die Fives Waffen noch nicht so ansprechen, die ich bis jetzt gesehen habe, außer die von Gian. Hast du das Katana gesehen? Das Drachen-Katana? Das von Gian, ja. Das ist das, geil. Was ich gerade meinte. Das ist das Einzige, was mich anspricht. Ich habe den restlichen Waffen, muss ich sagen, die sehen irgendwie viel zu abgespaced aus. Ja, dieses Gold-Blaue, Alter. Unter anderem, ja, das feiere ich irgendwie nicht so. Gut, das erinnert mich an die Standard 5 Sterne bei Genshin, diese blau-gelben da. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese geflügelten. Ja. Die fand ich übelst hässlich. Habe mich voll an Zelda-Waffen erinnert.